Hey, was ist eigentlich im Moment los da draußen, mag sich der ein oder andere Vertriebler fragen, wenn es darum geht, dass die Kaufentscheidung vom Kunden nicht reinkommt. Das heißt, es gibt viele Projekte, die vielleicht sehr, sehr weit geführt worden sind schon, wo Angebote beim Kunden längst auf dem Tisch liegen, wo eigentlich alles klar ist und du möchtest die Hand vom Kunden zur Unterschrift führen und sagen, jetzt mach doch endlich den Sack zu, aber irgendwie klappt's nicht. Irgendwas ist da noch, ja, dass die Kunden einfach nicht bestellen und das nennen wir Aufschieberitis. Ja? Das heißt, die Krankheit des Kunden, eben Entscheidungen immer weiter aufzuschieben und nicht einfach mal jetzt den Sack zuzumachen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt, etwas wegzuentscheiden. Darüber möchte ich gerne heute sprechen und damit herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Dirk Hornschuh, ich bin Geschäftsführer der Hornschuh Consulting. Wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Aufbau und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Naja, und Effizienz, das ist genau das Thema heute. Wenn du so dein Sales-Projekt jetzt schon an eine ziemlich, also so ziemlich ans Ende geführt hast, ne? Du hast ein Angebot geschrieben, eigentlich mit allen auch gesprochen und so weiter. Ja, und jetzt kommt einfach nicht diese Entscheidung. Ja, du kriegst den Auftrag einfach nicht. Und es ist zum Verzweifeln, weil du natürlich auch in deinem Forecast jetzt irgendwie den Umsatz mit eingeplant hast und dann kommt der nicht und kommt nicht. Und das kann schon ziemlich nerven. Und wenn du uns kennst, dann weißt du, dass wir, wenn es irgendwo klemmt, natürlich ungerne beim Kunden die Schuld suchen oder beim Wettbewerb, sondern wir schauen erstmal bei uns selbst. Ja, das heißt also, wo könnte ich was besser machen, damit so eine Situation gar nicht oder wenigstens nicht so oft vorkommt. Und da habe ich dir mal drei Punkte mitgebracht, über die ich heute sprechen möchte. Also, was könnte falsch gelaufen sein in einem Sales-Projekt, wenn hinten raus die Kaufentscheidung nicht kommt? Da könnte es sein, dass du zu spät oder gar nicht das Buying Center vollständig erfasst hast. Und das heißt, der Club der Kaufentscheider, der ist dir nicht vollends bekannt. Du hast vielleicht viel zu lange nur mit einer oder zwei Leuten gesprochen im Projekt. Es gibt aber noch viel, viel mehr Leute, die hinten dran auch dazugehören, eben zu entscheiden, mit wem machen wir das jetzt. Ja. Und das kann sein, dass dir da eben dadurch wichtige Informationen fehlen. Deswegen musst du da unbedingt dran arbeiten, sehr früh im Sales-Projekt schon das Buying Center zu erfassen, eben sehr, sehr früh, was weiß ich, nach einer sauberen Qualifizierung und wenn du jetzt den Bedarf auch klar ermittelt hast, dass du dann irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagen kannst, so, jetzt haben wir eigentlich alles zusammen, technisch passt es, jetzt müssten wir aber auch nochmal mit anderen Leuten reden, um eben hier einfach den Kreis zu erweitern, wenn es um das Projekt geht. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der wird oft vernachlässigt, dass die Leute das Buying Center nicht vollständig erfassen. Und dann liegen Angebote rum und Leute lesen sich Angebote durch, wo sie eigentlich wenig Ahnung haben von dir. Die haben dich kaum kennengelernt, dein Unternehmen wenig kennengelernt und die haben irgendwie noch nicht so das richtige Gefühl, mit wem wollen wir das jetzt machen. Der zweite Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass das Narrativ überhaupt gar nicht ergründet wird. Das heißt also, was ist eigentlich der Grund, warum wir hier sitzen? Ja, also jetzt nicht so den Kunden fragen, aber wirklich mal rausfinden, hey, wo ist eigentlich euer großes Ziel? Was habt ihr hier vor? Worum geht's wirklich an der Stelle, ne? Bei der Anfrage? Und nicht nur zu klären, okay, was ist hier technisch möglich und man unterhält sich dann eben nur über die Produkteigenschaften, die, was weiß ich, wenn es jetzt um Maschinenbau geht, was muss die Maschine können, ne? Sondern mal grundsätzlich, was habt ihr hier vor? Und diese Frage wird sehr, sehr selten gestellt. Man geht also wirklich viel zu sehr auf das Technische ein, betrachtet auch viel zu wenig die Probleme, die vielleicht gelöst werden müssen, ja? Und die Probleme hinter dem Problem, die werden schon gar nicht betrachtet. Und das führt dann dazu, dass man Angebote erstellt, die den anderen Angeboten, die da erstellt werden, von deinen Mitbewerbern sehr stark ähneln. Und die Kunden wissen dann nicht, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, können, tun sie es irgendwie alle? Ne? Und wenn du da schon im Vorfeld, Punkt 1, das Buying Center erfasst, Punkt 2, auch das Narrativ mal rausarbeitest, auch mal mit den Leuten
sprichst, jetzt vielleicht mit der Maschine direkt nichts zu tun haben. Vielleicht auch mal mit einem Geschäftsführer, ja? Hey, der entscheidet nämlich mit, wenn es um viel Geld geht. Ja, und dem mal fragen, was habt ihr hier eigentlich vor? Worum geht es Ihnen denn? Ne? Dann wird er nicht sagen, ich brauche eine Maschine, die ich leicht bedienen kann, weil der wird nie da dran stehen. Nur ein Beispiel. Das Dritte, was vielleicht oft unklar ist, das ist die Dringlichkeit. Also wie dringend ist das hier eigentlich, das Thema? Das ist eigentlich eine Frage, die ganz früh gestellt wird im Sales-Projekt und die wird oft eben nicht gestellt. Was wir unseren Kunden hier empfehlen, ist auch so eine Roadmap aufzustellen, mal mit dem Kunden, beginnend von hinten. Wann muss die Maschine bei euch produzieren? Und wenn du da ein Datum hast, dann kannst du von dem Datum aus eben dich nach vorne hinarbeiten. Okay, wenn du sie dann brauchst, dann brauche ich bis dahin deinen Auftrag, dann brauchst du bis dahin mein Angebot und so weiter und so weiter. Und eben die ganzen Prozessschritte da mal mit dem Kunden gemeinsam aufstellen. Und eine Dringlichkeit entsteht auch dann, also das ist das eine, dass du es überhaupt erstmal erfährst. Das andere ist, eine Dringlichkeit entsteht auch dann, wenn das Verständnis dafür da ist, wie schlimm ist eigentlich das Problem. Ja? Also wenn das Haus brennt, dann ist es schon ziemlich wichtig, dass jetzt mal schnell einer kommt und das löscht. Ne? Wenn aber das Problem gar nicht so schwerwiegend ist, ne, dann ist die Dringlichkeit auch nicht sehr groß und dann hast du vielleicht ein Angebot beim Kunden platziert, der noch gar nicht weiß, ob er es überhaupt machen soll. Und da musst du dich nicht wundern, wenn du ewig auf eine Kaufentscheidung wartest. Also es hat sehr, sehr viele, ich sage auch mal, komplexe Ursachen, das ganze Thema. Aber ich habe dir hier mal drei mitgegeben, über die du vielleicht mal nachdenken kannst in deinen Projekten. Und vielleicht hast du ja auch da Projekte bei, wo du auf Aufträge wartest, wo du vielleicht an der Stelle nochmal in die Klärung gehen musst. Warum denn nicht? Mach's einfach. Ja, ein Gespräch hilft da immer. Und wenn du gerne mehr zu diesem Thema wissen möchtest, mit mir mal drüber sprechen möchtest, dann freue ich mich da sehr drüber. Geh auf hornschuhconsulting.de, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut, ciao.